Blasmusik in Bad Kirchen zu haben. Ob es jetzt der Posaunenhorne ist, das goldene Flügelhorn ist, sie sind Virtuosen auf ihren Instrumenten. Ein kräftiger Applaus einmal für die Fegerländer und den Bandleader, Walter Rehenig. Und zwischendurch eine Information von der Strecke, liebe Freunde des Almantriebs. Die Heroes des heutigen Tages sind gerade in St. Oswald eingetroffen, das heißt, die schwierigste Passage ist überwunden. Die Almpassage ist überwunden, die Tiere werden gerade beim Hinterecker in St. Oswald aufgegrenzt. Das heißt, wir sind gut in der Zeit und in circa 30, 45 Minuten werden sie dann den Marsch Richtung Bad Kleinkirchheim in Angriff nehmen. Das heißt, wir rechnen somit knapp nur auf 14 Uhr, 14 Uhr 15, dass sie hier in Bad Kleinkirchheim sind. Genau können wir es natürlich nicht sagen. Es liegt heute, der Terminplan ist heute ganz einfach den Rindviechern vorbehalten. Sie werden dann hier beim Hotel Ronacher herunterkommen, von der Blasen, von der Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim zu uns hergeleitet und dann haben Sie hier das wohlige Zuhause vorgefunden oder vorzufinden. Und nach der Segnung der Tiere, liebe Besucher des Almabtriebs, kommt es zur Jubiläumsverlosung. Sie alle haben ja die Möglichkeit und hatten die Möglichkeit, einen kleinen Jubiläumssticker zu erwerben, auf dessen Rückseite eine Nummer abgebildet ist. Diese Nummer müssen Sie unbedingt registrieren lassen, und zwar hier bei der Talstation der Liftgesellschaft. Sie müssen diese Nummer registrieren lassen, den Glückshafen, dann erst sind Sie in dieser Jubiläumsverlosung. Drei großartige Preise haben wir zur Verfügung gestellt. Der dritte Preis, etwas ganz Spezielles, wird unter 20 Gewinnern aufgeteilt. 20 Gewinner, die sich einen Preis teilen, sei es eine Busreise nach Venedig, sei es ganz einfach ein Charterflug zum nächsten Fußball-Champions-League-Spiel, sei es einfach ein gemeinsamer Thermenbesuch. 20 Personen zum 20-jährigen Jubiläum, der dritte Preis. Der zweite Preis, zwei Personen gewinnen eine kulinarische Köstlichkeit aus Bad Kleinkirchheim. Und der erste Preis, auch der hat etwas mit Kulinarik zu tun, und ich bin mir sicher, Sie werden begeistert sein. Also, vergessen Sie bitte nicht, diesen Sticker, den Sie erworben haben, zu registrieren, hier beim Glückshafen. Dann erst sind Sie bei der Jubiläumsverlosung mit dabei. Im Anschluss an die Verlosung kommen wir dann zur Versteigerung, zur amerikanischen Versteigerung eines Kälbchens. Ein 2 Monate altes Kälbchen wird im amerikanischen Stil versteigert, und der Reinerlös aus dieser Versteigerung kommt jemandem zugute, dem das Schicksal in letzter Zeit sehr, sehr schwer zugeschlagen hat, der sogar mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hat und dem dieses Geld dann 1:1 überreicht wird. Deshalb meine Bitte an Sie, liebe Freunde des Almabtriebs, zeigen Sie heute nicht nur Ihr Wohlwollen mit unserer Veranstaltung, zeigen Sie heute auch, dass Sie ein großes Herz haben und unsere Möglichkeiten diesbezüglich mit unterstützen, um jemandem zu helfen, der aus unserer Mitte von schweren Schicksalsschlägen getroffen wurde. Facebook wurde auch schon erwähnt. Sie alle sind auf Facebook, just now. Und zwar über die Facebook-Community, über die Facebook-Seite der Unterwirtshütte wird diese Veranstaltung heute live übertragen. Das heißt, ziehen Sie keine Schnute, seien Sie ständig gut drauf. Sie könnten just in time im Fernsehen sein. Ja. Wenn Sie zwischendurch sich einmal ein bisschen die Beine vertreten wollen, nützen Sie auch die Gelegenheit hier zur Linken an den Ausstellern, sich ein bisschen gütlich zu tun. Informieren Sie sich über das Angebot des Biosphärenparks. Schnappen Sie sich ein gutes Schnäpschen von Herberts Schnapsbar. Schauen Sie sich ganz einfach, was wir alles da haben. Ich bin mir sicher, es wird ein kurzes